Der öffentlich-rechtliche Rundfunk liefert seinen Kritikern ja tagtäglich neues Material, warum er endlich abgeschafft werden sollte. Und so ist es auch bei der Sendung Die da oben, welche in diesem Beitrag in wirklich furchtbarster Art und Weise gegen unsere gesetzliche Rente hetzt und neoliberale Propaganda in Reinsform macht. Doch seht selbst. Das hat auch schon mal gedacht, ich krieg doch eh keine Rente mehr. Das sieht man auch unter allen Posts und Videos, die wir zu diesem Thema machen. Aber es könnte noch schlimmer kommen, als wir alle dachten. Wir könnten jetzt richtig draufzahlen, damit es die Boomer nicht müssen. Das, was die Ampel gerade vorgelegt hat, das wird uns alle krass betreffen. Aber was ist passiert? FDP-Finanzminister Christian Lindner und SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil haben letztens ihr Rentenpaket 2 vorgestellt. Das Problem dabei ist, wir jungen Arbeitsbienchen laufen gerade Gefahr, komplett abgehängt zu werden. Aber der Reihe nach. Mit der Rentenreform sollen auf der einen Seite die Renten stabilisiert und zusätzlich eine Art Aktienrente eingeführt werden. Besonders die SPD feiert sich hart für dieses Paket. Mit dem Rentenpaket 2 sorgen wir jetzt dafür, dass die Rente stabil bleibt. Denn auch wenn du heute noch in der Ausbildung bist oder im Arbeitsleben, eines Tages gehst du in Rente und willst sicher sein, dass du davon gut leben kannst. Aber ich sag mal so, die SPD ist da die Einzige, die feiert. Von allen Seiten gab es Kritik. Dieser Entwurf ist... Ja, die SPD hat tatsächlich das erste Mal in ihrer Parteigeschichte, obwohl das ist jetzt ein bisschen fies, das erste Mal seit Willy Brandt eine Maßen... oder seit Helmut Schmidt vielleicht, eine Maßnahme, die der Mehrheit der Menschen tatsächlich zugutekommt. Sie hat nämlich das Rentenniveau stabilisiert. Also um jetzt mal deutlich zu sein, sie hat nicht dafür gesorgt, dass die Renten steigen. Sie hat nur dafür gesorgt, dass die Situation mit immer weiter zunehmender Altersarmut und immer weiter absackendem Rentenniveau nicht noch schlimmer wird. Sie hat nicht dafür gesorgt, dass das Rentenniveau wieder steigt. Sie hat nicht dafür gesorgt, dass die drastischen Rentenkürzungen der Schröder-Zeit wieder zurückgenommen werden. Das Einzige, was sie gemacht hat, ist, das weitere Absacken der Rente zu verhindern. Und alleine das erregt jetzt bei unserem Funkpropagandisten und Journalistendarsteller Jan Schippmann hier anscheinend schon Kritik. Er wird jetzt nämlich jede Menge Stimmen mit relativ schlechten Argumenten vorführen, welche das total dolle kritisieren, weil das angeblich Junge belasten würde. Doch zu diesen Argumenten kommen wir gleich noch. Übelst unfair. Die Zeit schreibt zum Beispiel knallhart, das ist nichts anderes als ein gigantisches Umverteilungsprogramm von Jung nach Alt. Selbst die Jugendverbände von Grünen und FDP sagen, das neue Rentenpaket der Regierung ist ein Geschenk an die Älteren. Ich finde, unterm Strich ist es eine Mehrbelastung und deshalb kein gutes Paket. Das muss doch ein Eine neoliberale FDP-Politikerin, welche den Interessen des Großkapitals dient, sagt etwas, was den Interessen des Großkapitals dient und den Interessen der deutschen und damit fast der gesamten deutschen Bevölkerung zuwiderläuft. Wer hätte das ahnen können? Also nach der Kritik bin ich jetzt absolut überzeugt. Die FDP hasst deutsche Rentner. Das ist ja eine vollkommen neue Nachricht. Aufschrei geben. Wie kann so etwas von der FDP mitgetragen werden? Gerade die hat doch eigentlich bei jeder Rentenreform... Ja, weil sie nicht abgewählt werden will. Weil sie nicht aus dem Bundestag fliegen will. Also wenn sie die deutschen Rentner jetzt zu hart rannimmt, dann könnte es sein, dass das so viel Widerstand hervorruft, dass die entscheidenden Prozesse, die sie ja brauchen, um in den Bundestag zu kommen und sich ihren Platz an den Fleischtöpfen zu sichern, dass die dann wegfallen. Und entsprechend hat die FDP hier gesagt, gut, wenn wir unsere Aktienrente bekommen, wenn wir Geschenke an die Großbanken bekommen, das ist die Aktienrente ja letztlich, dann können wir auch dafür sorgen, dass Rentner nicht noch mehr betrogen werden, als das ohnehin schon der Fall ist, sondern dann können wir wenigstens dafür sorgen, dass das Rentenniveau stabilisiert wird. Ganz einfach. In den letzten Jahren immer laut geschrien, dass es für die jungen Generationen unfair sei. Im Paket der Bundesregierung ist auch der Einstieg in eine Art Aktienrente mit drin, den die FDP seit Jahren will. Wirft sie jetzt deswegen ihre Prinzipien über Bord? Oder aber ist die Aktienrente vielleicht sogar die große Rettung, der Masterplan für die Rente? Wird Christian Lindner jetzt zum Wolf of Wall Street und zieht den Karren damit aus dem Dreck? Wir wissen dieses... Was ist das für eine furchtbare... So wirklich, wirklich furchtbare... Wahres Framing. Zuerst mal den Karren aus dem Dreck ziehen kann man überhaupt nicht. Die Finanzmärkte schaffen keinen neuen Wohlstand, der irgendwie verteilt werden könnte. Die Finanzmärkte verteilen nur Wohlstand um. Und die Spekulation der Bundesregierung mit der Aktienrente lautet jetzt, wir nehmen Kredite bei Großbanken auf, zahlen darauf Zinsen und die Rendite, die wir mit den Aktien bekommen, die ist höher als die ungefähr 4% Zinsen, die wir zahlen müssen. Das ist völlig spekulativ. Niemand weiß, ob das stimmt. Also niemand weiß, ob das aufgehen wird. Es kann sein, dass die Bundesregierung damit ein bisschen Gewinne macht. Es kann sein, dass sie damit Verluste macht. Es ist auch nicht so wichtig, wer auf jeden Fall Gewinne macht. Nämlich, wie gesagt,
4% garantierte staatliche Zinsen pro Jahr, 4% risikolose Zinsen. Das ist das Finanzkapital, das sind die Großbanken. Solche Banken wie JP Morgan, Morgan Stanley, die Deutsche Bank, die Commerzbank. Ich hatte das alles für den Blog von Sardar Somunshu schon mal aufgeschrieben. Der Artikel heißt, der Ausverkauf der Rente geht weiter und ich beschäftige mich hier mit der Aktienrente und zeige auf, dass das ein kompletter Betrug ist, dass das zur Sicherung der gesetzlichen Rente erstmal nichts beiträgt, dass davon zweitens nur die Großbanken profitieren und drittens die Begründungen. Wir müssen doch Geld an den Finanzmärkten anlegen, wir müssen auch andere Quellen sichern, dass die erstmal sachlich falsch sind, dass es unmöglich ist, mehr Geld umzuverteilen, als erwirtschaftet wird. Man kann nämlich nur verteilen, was erwirtschaftet wird. Dadurch, dass man irgendwelche Finanzzockereien da macht, erschafft man nicht mehr Wohlstand, den man verteilen könnte, sondern man macht halt irgendwelche Finanzzockereien. Wie gesagt, damit kann man Profit machen, man kann aber auch Verlust machen, relativ egal sogar. Und dass zweitens keine Notwendigkeit dafür besteht. Also ich zeige die Zahlen jetzt nochmal, darauf werden wir später nochmal zurückkommen. Das Wachstum der Rentner wird zwischen 2022 und 2070 um 0,4% pro Jahr wachsen. Das Wachstum in großen Industrieländern beträgt ungefähr 1% pro Jahr. Das ist ein realistischer Wert für Deutschland in den nächsten Jahrzehnten. Also wenn wir jetzt vernünftige Regierungen bekommen und nicht sowas wie die Ampel, die unser Land gerade in katastrophaler Art und Weise deindustrialisiert, aber wie gesagt, das, was die Ampel da gerade an Wirtschaftszerstörung macht, das ist ja nicht der Normalfall. Aber bei normalen Wachstumsraten wird sich ein Wachstum von 0,4%, was wir pro Jahr an Rentnern haben, problemlos versorgen lassen. Problemlos. Also da gibt es überhaupt kein Problem, was die Rentenfinanzierung angeht, sondern ganz im Gegenteil, wir könnten das Rentenniveau, wenn wir wollten, sogar wieder steigern. Auch das wäre in der Vergangenheit immer möglich gewesen. Das Wachstum der Wirtschaft lag bei 1,5% von 1950 bis 2022, das Wachstum der Wirtschaft bei 1,3% in jedem Jahr. Also auch da gab es nie ein Finanzierungsproblem für die Rente. Das war immer nur neoliberale Propaganda, die von einigen Ideologen, die den Sozialstaat zerstören wollten, die von einigen großen Versicherungskonzernen, von Großbanken, vom Großkapital finanziert wurde. Und ja, diese Propaganda wird hier jetzt von die da oben betrieben. Dieses Thema ist wahnsinnig undurchsichtig und deshalb dröseln wir euch in diesem Video die Rentenshitshow verständlich auf. Zusammen mit unseren YouTube-Kollegen von Finanzfluss erzählen wir euch, was die ein neoliberaler Befürworter der Aktienrente. Herzlichen Glückwunsch. Aktienrente bringen wird. Und wir haben bei allen Ampelparteien bzw. den verantwortlichen Ministerien gefragt, ob sie einfach mal ebenso die jungen Menschen vergessen haben. Los geht's. Gott, was ist das für ein dummes Framing? Wenn die jungen Menschen mehr Rente haben, dann geht es ihnen doch nicht schlechter. Also wie gesagt, ich hatte euch die Zahlen gezeigt. 0,4% Wachstum der Rentner, Wachstum der Wirtschaft. Wenn die jungen Menschen jetzt irgendwie schlechter gestellt werden sollten, dann sind die restlichen, also bei einer Stabilisierung des Rentenniveaus, dann sind die anderen 0,6% des Wachstums irgendwo anders angekommen. Und dreimal dürft ihr raten, bei wem? Bei den Kapitalbesitzern, bei den Großbanken, bei den Rüstungskonzernen, bei jenen Branchen, die von der Politik immer weiter immer weiter gepäppelt werden. Ich meine, dass die Finanzmärkte so an Volumen zugenommen haben, dass da so viel mehr Geld verdient wird als noch vor 50 Jahren, das ist ja kein Zufall. Das ist Folge politischer Entscheidungen. Dass wir gerade so eine große Aufrüstung haben und immer mehr Geld in diesen Sektor gesteckt wird, das ist auch Folge politischer Entscheidungen. Wir wissen, keiner beschäftigt sich gerne mit dem Alter und vor allem nicht mit so trockenen und bürokratischen Themen wie der Rente. Aber Leute, jetzt wird's Zeit. Der Rentenkarren fährt für alle jungen Menschen gerade mit 180 Sachen Richtung Wand und es scheint so, als würde sich niemand dafür interessieren. Aber worum geht's genau? Lasst uns da mal einen ganz flotten Sprint durchs deutsche Rentensystem machen und versprochen, wir machen es so kurz, wie es geht, okay? Das deutsche Rentensystem basiert seit den 60ern auf einem Generationenvertrag. Es gibt ein sogenanntes... Seit 1957. Da war die Rentenreform. Nicht seit den 60ern. Umlageverfahren. Das bedeutet, wenn ihr jetzt arbeitet, zahlt ihr nicht die eigene Rente, die ihr irgendwann mal bekommt, sondern ihr finanziert den aktuellen Rentnerinnen und Rentnern ihre Rente. Die nächsten Generationen zahlen dann im Umkehrschluss mal eure Rente. Und eigentlich ist das ja eine süße Vorstellung. Alle gehen Hand in Hand und schauen, dass es der älteren Generation, die ja schon was geleistet hat, an nichts fehlt. Das Prinzip funktioniert in der Theorie dann am besten, wenn gleich viele Menschen in Rente gehen bzw. anfangen zu arbeiten und alle Menschen gleich viel verdienen und gleich lang arbeiten würden. Damit wäre das System kein großen Schwankungen ausgesetzt. Das ist aber so gut wie nie der Fall. Verschiedene Generationen sind eben unterschiedlich groß. Wir arbeiten alle nicht gleich lang und verdienen auch nicht gleich viel. Und wir leben immer länger, was erstmal gut ist. Ja, jetzt erstmal die Frage, gibt es überhaupt ein anderes System?
jede Rentnergeneration wird aus der aktuellen volkswirtschaftlichen Produktion versorgt. Es geht gar nicht anders. Es gibt Topf, wo man irgendwie Geld reinzahlen würde und dann sparen würde, sondern jede Generation, sowohl von Arbeitern, Schülern, Rentnern, lebt aus der aktuellen volkswirtschaftlichen Produktion. Eine Volkswirtschaft als Ganzes, die kann zumindest bei einer ausgeglichenen Leistungsbilanz nicht sparen. Diese Vorstellung ist riesengroßer Schwachsinn, dass es anders ginge. Volkswirtschaftlich gibt es immer nur ein Umlageverfahren. Dieser sehr einfache Zusammenhang, dieser sehr einfache Satz wurde ja schon von Gerd Mackenroth formuliert und trägt deswegen den Namen Mackenroth-Theorem. Aber davon wollen unsere neoliberalen Propagandisten von Funk hier ja nichts wissen. Man stellt uns jetzt hier die gesetzliche Rente vor und wird nachher die Aktienrente als anderes Modell aufbauen. Aber wer länger lebt, bekommt auch länger Rente und dann wird immer mehr Geld verbraucht und gleichzeitig kommen lange nicht so viele junge Menschen nach, wie es alte Menschen gibt. Deshalb kann so ein System auf Dauer nicht einfach weiterlaufen, sondern muss angepasst werden. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was kann man denn ändern, damit die Rente stabil bleibt? Das sage ich euch jetzt. Option 1, man könnte das Renteneintrittsalter erhöhen, also das Alter, mit dem man einen vollen Anspruch auf Rente hat. Die sogenannte Rentenaltersgrenze wurde im Verlauf der letzten Jahre tatsächlich auch nach und nach etwas angehoben. Aktuell gilt für alle jungen Menschen oder eben für alle, die nach 1963 geboren sind, dass ein abschlagsfreier Eintritt in die Rente erst ab 67 Jahren möglich ist. Mit einer Ausnahme, wer vor dem 67. Lebensjahr bereits 45 Jahre gearbeitet und eingezahlt hat, kann auch mit 63 in Rente gehen. Schauen wir mal weiter, was wir noch machen können. Option 2 wäre, das Rentenniveau zu senken. Das Rentenniveau ist das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Einkommen, das wir in unserer Arbeitszeit bekommen haben, und der dann später ausgezahlten Rente. Das wurde in den letzten Jahrzehnten immer weniger. Momentan liegen wir bei 48,2% des Durchschnittslohns. Ja, und das soll jetzt stabilisiert werden. Auch da könnte man theoretisch noch kürzen. Bis 2025 ist aktuell aber gesetzlich geregelt, dass das Niveau nicht unter 48% sinken darf. Und dann hat man noch die dritte Option. Wir könnten alle mehr Geld in die Rente buttern, dann blecht jeder mehr, der arbeitet und in die Rentenkasse einzahlt. Den Betrag teilt ihr euch mit eurem Arbeitgeber. Beide zahlen genau die Hälfte. Wie hoch der Betrag ist, das legt der Rentenbeitragssatz fest. Aktuell liegt er bei 18,6% vom Bruttolohn. In der Vergangenheit lag er teilweise auch schon mal etwas höher. Und dann gibt es noch die vierte und erstmal letzte Option, den Bundeszuschuss erhöhen. Natürlich wäre es theoretisch auch möglich, die entstehende Lücke mit Steuereinnahmen zu füllen. Ja, und das sollte man tun. Nein, nicht mit Steuereinnahmen. Der Bund kann sich auch über längere Zeit strukturelle Defizite leisten. Unternehmen sind in Deutschland Nettosparer. Der Privatsektor, sage ich schon, sind auch Nettosparer. Das Ausland, das sollte eigentlich einen ausgeglichenen Finanzierungssaldo haben, so steht es jedenfalls im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, was tatsächlich aus den 60ern kommt. Aber ja, das ist aktuell politisch nicht gewollt, das einzuhalten. Aber hier könnte der Staat einspringen und sagen, so, wir leisten uns jetzt einen höheren Konsum, wir stecken mehr Ausgaben in die Rente. Und wenn das politisch gewollt wäre, könnte der Staat das auch machen und das sollte er auch machen und damit das Rentenniveau zu stabilisieren. Also man könnte auch, wie gesagt, die Rentenbeiträge reformieren. Man könnte sagen, alle zahlen in die gesetzliche Rente ein, auch Kapitaleinkommen werden einbezogen, auch alles, was über der Beitragsbemessungsgrenze liegt, wird einbezogen, also Beitragsbemessungsgrenze abschaffen. Man könnte Beamte, Selbstständige, alle könnte man mit einbeziehen und dann die Rente nach oben hin kappen, also sagen, oberhalb einer bestimmten Rentenhöhe ergeben sich daraus keine Ansprüche. Könnte man alles machen, beziehungsweise das dann sukzessive abschmelzen lassen. Da könnte man sicherlich auch einen anderen Zusammenhang finden, falls das verfassungsrechtlich problematisch wäre. Ginge alles. Da ließen sich überall Lösungen finden. Aber es ist politisch nicht gewollt. Danke, Seppi, dass du zwei Abos hier verschenkt hast. Finanzieren. Aber die Bundesregierung zahlt bereits. Und das nicht zu knapp. Jetzt schon gehen über 110 Milliarden Euro jährlich dafür drauf. Das sind gut 30% der gesetzlichen Rentenzahlungen und es würde immer mehr werden. Da sagt das Bundesfinanzministerium, ne, nicht mit uns. Im Bundeshaushalt für 2024 ist sogar eine Kürzung um 600 Millionen Euro vorgesehen. Bundesfinanzminister- ja, und hier habt ihr den Grund, warum die Rentenbeiträge steigen. Weil Lindner den Bundeszuschuss nicht erhöhen will, weil er hier Geld sparen will, weil er diese bescheuerte Schuldenbremse einhalten will. Also hier seht ihr es, die Schulden, dass eure Abgabenlast steigt.
Bürgermeister Christian Lindner will diesen Zuschuss sogar dauerhaft einfrieren, also nicht weiter erhöhen. So, das sind also die vier großen Bereiche, in denen man beim jetzigen Umlagesystem was machen kann. Jetzt haben Lindner und Heil aber ja gerade gedroppt, wie sie sich die Zukunft der Rente vorstellen. Was beinhaltet denn ihr Entwurf für das Rentenpaket 2? Mit dem Rentenpaket stellen wir klar, gleichzeitig, es wird keine Rentenkürzung geben und auch keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Das bedeutet, Optionen 1 und 2 fallen für die Ampel aktuell Ja, das ist auch richtig, 1 und 2. Aber es gibt ja noch andere Optionen. Also bei diesen vier Optionen, das ist auch sehr interessant. Welche Option, das, was ich gerade gesagt habe, dass man die Rentenbeiträge reformiert, dass man sagt, wir schaffen die Beitragsbemessungsgrenze, wir beziehen Beamte und Selbstständige mit ein und wir beziehen Kapitaleinkommen mit ein. Das wurde ja alles nicht gesagt. Nein, wir haben nur diese vier Optionen. Das stimmt einfach nicht. Es gäbe noch mehr Optionen, aber diese Option nennt euch die da oben nicht, weil das ja ein Propagandaformat im Interesse des Großkapitals ist, welches euch die Aktienrente schmackhaft machen will, beziehungsweise eine Erhöhung des Renteneintrittsalters schmackhaft machen will. Komplett weg. Am Renteneintrittsalter soll nicht gedreht werden und auch am Rentenniveau soll sich nichts ändern, zumindest erstmal. Bis 2039 soll das Niveau nicht unter 48% fallen dürfen. Aber irgendwie muss das Geld für die Rente ja reinkommen und da gibt es ja noch die von der FDP so heiß ersehnte und lang geforderte Aktienrente. Die heißt jetzt Generationenkapital und die soll ja jetzt auch kommen. Bringt die eventuell so... Danke an Great Lord of Madness, dass du Abonnements verschenkt hast. So viel Geld ins Rentensystem, dass nicht alles von Beitragszahlenden aufgefangen werden muss? Heißt das Zauberwort jetzt etwa Generationenkapital? Damit legt der Staat tatsächlich Kohle in Aktien an, um so Geld für die Rente rauszuholen. Aber ist das wirklich ein Gamechanger? Weil ich jetzt nicht so der Trader-Bro bin, haben wir uns für diesen Teil die Jungs vom YouTube-Kanal Finanzfluss dazugeholt. Also ihr merkt schon, dieser Typ hier ist von neoliberaler Ideologie komplett gehirngewaschen oder... Ja, einer der erbärmlichsten opportunistischen Journalistendarsteller, die wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Muss man kein Trader sein. Man muss Ahnung von volkswirtschaftlichen Zusammenhängen haben. Also man kann der beste Spekulant sein, den es an der Börse gibt. Und man kann trotzdem keine Ahnung vom Rentensystem haben. Also das hat nichts miteinander zu tun. Das ist ein völlig anderer Bereich. Redakteur Markus hat uns netterweise erklärt, worum es beim Generationenkapital genau geht und wie das funktionieren soll. Die Aktienrente funktioniert im Prinzip wie so ein Sparplan, den man auch als Privatperson machen kann, nur natürlich ein bisschen größer. Also der Bund wird im ersten Jahr 12 Milliarden investieren, breit gestreut weltweit über verschiedene... Also sollte irgendjemand von euch seinen privaten Sparplan so handhaben, wie das Generationenkapital gehandhabt ist, dann hört damit am besten auf, dann seid ihr beim nächsten Crash an der Börse pleite. Also der Bund nimmt nämlich Schulden auf und der Bund kann das auch, da ein Staat zumindest ein Gewaltmonopol hat und privates Vermögen in ein staatliches verwandeln kann, deswegen zumindest solvent ist und nicht in die Notlage gerät, seine Aktien verkaufen zu müssen, wenn die Kurse sinken. Aber wenn ihr privat euer Geld anlegt, diese Kredite mit den Aktien besichert und die Werte der Aktien sinken, bei einem Crash beispielsweise, dann müsst ihr euer Depot auflösen und die Aktien mit Verlust verkaufen und sitzt dann auf einem Riesenberg Schulden, wenn ihr das so macht wie der Bund. Also auch das hier ist völliger Schwachsinn. Kein Privatanleger würde seinen Sparplan so auflegen. Wie gesagt, man kann Staatshaushalt sowieso nicht mit einem Privathaushalt vergleichen. Das zeigt dieses Generationenkapital auch nochmal, da wie gesagt kein Privatanleger so verfahren würde. Also schon die erste Aussage ist faktisch falsch. Länder und verschiedene Branchen. Und dieser Betrag wird dann jedes Jahr um 3% erhöht. Das investierte Geld stammt aber nicht aus Steuermitteln oder aus Rentenbeiträgen, sondern der Bund macht dafür Schulden. Dafür muss er natürlich Zinsen zahlen, die je nach Laufzeit zwischen 2-3% liegen. Aber durch das Investment erwartet man pro Jahr eine Rendite von 5-7%. Die Differenz daraus ist dann der Gewinn und der soll dann in die Rente fließen. Aber Moment mal. Man erwartet das, man spekuliert, man weiß es nicht. Unser gesetzliches Rentensystem war übrigens schon einmal kapitalgedeckt. Man hat gesagt, so, wir legen Geld und dann leben die Rentner dann davon. Das hat man gemacht und nach dem Ersten Weltkrieg stand man dann dumm da, als die Siegermächte gesagt haben, so, wir konfiszieren jetzt das gesamte deutsche Auslandsvermögen. Was ist dann passiert? Ja, die Rente war weg. Also man hatte Geld angelegt und die versprochenen Renditen wurden nicht eingefahren, sondern ganz im Gegenteil. Das Geld war plötzlich weg. Also man macht sich abhängig von den Entscheidungen anderer Staaten, man macht sich abhängig von den Launen der internationalen Finanzmärkte. Wenn man die Rente eben an die Finanzmärkte bringt
Und das ist kein Fundament, auf dem man die Rente aufbauen sollte. Danke nochmal, Seppi, dass du schon wieder ein Abonnement verschenkt hast. Mal, Aktienkurse steigen ja nicht immer nur nach oben, manchmal fallen sie auch. Ist das nicht mega riskant? Wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Betrag zugreifen will, dann kann es passieren, dass man gerade ein schlechtes Timing erwischt und dann die Kurse gerade im Keller sind. Und dann macht man halt entweder einen Verlust oder man ist flexibel genug und hat noch Zeit, diese Verluste auszusitzen. Für den Staat gilt also genau das Gleiche wie für Privatpersonen. Je längerfristig man investiert, desto geringer ist das Risiko. Der Vorteil bei der Aktienrente ist, dass eben der Bund genau in der Situation ist, wenn es mal Verluste gibt, dann kann er die einfach aussitzen. Und wir gehen davon aus, wenn man weltweit breit gestreut investiert, gehen die Kurse langfristig immer irgendwann wieder hoch. Und das ist vollständig naiv. Wir haben die letzten 70 Jahre eine immer weitere Liberalisierung der Finanzmärkte gesehen. Wir haben gesehen, dass Kapitalverkehrskontrollen global abgebaut wurden. Wir haben gesehen, dass die wirtschaftlichen Spannungen geringer wurden, dass die Zahl an Wirtschaftskriegen und obwohl die Zahl an Sanktionen geht seit kürzester Zeit wieder hoch und von Wirtschaftskriegen, aber zumindest bis vor wenigen Jahren war es so, dass die wirtschaftlichen Auseinandersetzungen zwischen Staaten immer weniger wurden. Vor allem mit dem Ende des Kalten Krieges sind ja ganz viele Wirtschaftssanktionen gegen die Sowjetunion gefallen. Doch seit wenigen Jahren sehen wir, dass es vermehrt zu Konflikten kommt. Und das hat halt mit der aktuellen geopolitischen Situation zu tun. Die USA steigen ab und die BRICS-Staaten, allen voran China, steigen auf. Und wenn es einen Wirtschaftskrieg gegen China gibt, dann werden, also bei einem global gestreuten deutschen Aktienfonds, wenn man sich Chinas Anteil in der Weltwirtschaft anschaut, ungefähr 20% dieser Aktien, also dann wären 20% dieser Aktien, wenn man das entsprechend den Anteil in der Weltwirtschaft macht, und das wäre ja vernünftig, in China liegen. Und wenn Deutschland einen Wirtschaftskrieg gegen China startet, was passiert dann? Dann sagt China vielleicht, so, ist ja schön, dass ihr bei uns Vermögen habt, aber wir frieren das jetzt mal ein. Dann sind 20% unserer Rente weg, aufgrund von außenpolitischen Auseinandersetzungen. Also auf dieses Fundament wollen diese Hasardeure hier unsere Rente bauen. Das ist vollkommen irre. Oder vollständig naiv. Also wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass dieser liberale Kapitalismus sich immer weiter in diese Richtung entwickelt, in die er sich in den letzten 70 Jahren entwickelt hat. Aber es ist vollständig naiv anzunehmen, dass dem so wäre. Wir sehen ja aktuell, dass Wirtschaftskriege schon wieder zunehmen. Der Westen hat ja Wirtschaftskriege gegen den Iran, gegen Syrien, gegen Afghanistan, gegen Venezuela und vor kurzem erst gegen Russland gestartet. Und hier wurden gigantische russische Auslandsvermögen eingefroren. Beispielsweise die Vermögen der russischen Zentralbank oder russisches Privatvermögen. Also was passiert, wenn erst ein Wirtschaftskrieg gegen China herrscht? Und, wie gesagt, 20% unserer Rente weg, können wir dann rechnen. Was machen die Befürworter der Aktienrente dann? Sagen dann, ja, blöd gelaufen, können wir nichts, ist ja der Chinese schuld. Also das wird dann deren Ausrede sein. Hoch. Das sagt auch das Bundesfinanzministerium. Mit der Aktienrente erwartet man... Oder stellt euch mal vor, wir hätten eine Aktienrente und 2% der Aktien würden in Russland liegen. Also dann wären 2% unserer Rente schon mal weg gewesen. Wäre jetzt vielleicht nicht so gut, wenn Russland gesagt hätte, okay, wir führen den Wirtschaftskrieg auch auf dieser Ebene. Wäre jetzt vielleicht nicht so gut gewesen. Also man muss doch mal ein bisschen weiterdenken. Man kann doch nicht sagen, ja... In den letzten Jahrzehnten, da wurden die Finanzmärkte immer weiter liberalisiert und aufgebläht. Im Vergleich zur Realwirtschaft wurden sie aufgebläht. Die Realwirtschaft, die hat Wachstumsraten von 2-3% gehabt, langfristig gesehen. Die Finanzmärkte haben Wachstumsraten von 5-7% gehabt. Das ist, das heißt, die Finanzmärkte sind stärker gewachsen als die Realwirtschaft. Anzunehmen, dass dieser Trend sich fortsetzt, ist auch völlig naiv. Also Neoliberale machen eine Politik, die Finanzmärkte aufbläht, die Finanzmärkte immer weiter dereguliert, die immer mehr Geld hier rein guckt. Und sagen dann, okay, diese Renditen, die werden wir auch in Zukunft haben, deswegen müssen wir jetzt noch mehr Geld in die Finanzmärkte pumpen. Also was ist das für eine vollkommen bescheuerte Argumentation? Solide Renditen und minimierte Risiken. Das würden sowohl empirische Studien als auch historische Betrachtungen. Ja, alle empirischen Studien starten locker nach dem Zweiten Weltkrieg. 100%, also wenn sie uns welche zeigen würden. Also der Erste Weltkrieg und die Beschlagnahmung der deutschen Auslandsvermögen mit einbezogen worden sein. Also, wie gesagt, das ist ein deutsches kapitalgedecktes Rentensystem schon mal dran gescheitert. Dieser Gewinn soll dann in die Rentenversicherung fließen. Man will bis 2036 erstmal in Ruhe einen Kapitalstock aufbauen und dann ab 2036 jedes Jahr 10 Milliarden Euro entnehmen.
Und diese 10 Milliarden Euro sollen dann eben dabei helfen, dass Beitragserhöhungen abgefedert werden. Jetzt sind 10 Milliarden Euro ja sau viel Geld, aber man muss sich mal reinziehen, über welche Dimension wir bei der Rente reden. Ich habe euch ja eben schon erzählt, der Staat zahlt schon jetzt über 110 Milliarden Euro pro Jahr aus dem Haushalt drauf. Und es wird immer und immer mehr. Das ist krass viel Geld. Das erstmal. Ja, was kein Problem ist, Deutschland hat einen Leistungsbilanzüberschuss von über 200 Milliarden Euro. Also dieser Leistungsbilanzüberschuss, das ist das Geld, was wir unter unseren Verhältnissen leben. Was ist das, was Deutschland mehr aus dem Ausland bekommt, als wir dahin überweisen? Also Deutschland könnte deutlich mehr Produkte aus dem Ausland kaufen, wie gesagt, über 200 Milliarden Euro im Jahr und diese Produkte dann den Rentnern geben. Und es wäre überhaupt kein Problem ökonomisch. Also wenn wir es wollten, könnten wir den Bundeszuschuss um noch 200 Milliarden Euro steigern, ohne dass das in irgendeiner Weise irgendwie ein ökonomisches Problem werden könnte. Aber es ist politisch nicht gewollt. Man will lieber Politik für die Exportindustrie, Politik fürs Großkapital machen. Und bei dieser teuren Aktienrente, wie gesagt, da verdienen einige Großbanken kräftig dran mit, indem sie die Staatsschulden, die zusätzlichen, dann, indem sie die dann aufkaufen können. Alle Steuerzahler extra blechen müssen und das dann auch noch irgendwo anders fehlt. Zum Beispiel, wenn wir Schulen sanieren, die Bahn modernisieren oder andere Investitionen in unsere Zukunft tätigen wollen. Und da sind wir schon beim größten Kritikpunkt an der Aktienrente. Die Aktienrente ist viel zu klein. Jedes Jahr fehlen ja heute schon mehr als 100 Milliarden Euro in der Rentenversicherung. Und diese Lücke muss der Staat jedes Jahr aus Steuermitteln aufbringen. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, zumindest diese Lücke wollen wir mal schließen, dann bräuchte man etwas in der Größenordnung von ungefähr 2.000 Milliarden Euro Aktienrente. Und im Moment plant der Bund mit 200 Milliarden Euro Aktienrente, also ein Faktor 10 zu klein. Aktuell wird mit dem Generationenkapital also nur ein bisschen von dem eingespart, was der Staat perspektivisch draufzahlen muss. Das ist sicherlich nett, haben oder nicht haben, aber ein massiver Geld. Das heißt eingespart, also alleine das schon, das weiß man noch nicht. Niemand weiß, ob der Staat hier mit unterm Strich Geld spart oder sogar noch drauf bezahlen muss. Niemand weiß, ob die langfristig Geld sparen wird. Das weiß man nicht. Und Jan Schippmann tut jetzt so, als würde er das wissen. Das ist wirklich so eine erbärmliche Propaganda. Changer ist das Ganze absolut nicht. Was aber am Ende nichts anderes bedeutet als, die Rentenbeiträge müssen trotzdem steigen. Und das ziemlich heftig. Die jetzigen Prognosen sind konservativ seriös gerechnet und führen dazu, dass wir in den nächsten Jahren noch einen stabilen Beitrag haben werden, über 18,6%. Er wird recht moderat ansteigen in der zweiten Hälfte, schon dieses Jahrzehnts. Und dann haben wir vor allen Dingen eine große Herausforderung in den 30er Jahren. Ja, konkret heißt die Herausforderung, der Rentenbeitrag wird so hoch werden, wie er in Deutschland noch nie war. Erst soll der Beitragssatz ab 2028 auf 20% steigen und dann ab 2035 auf 22,3%. Übersetzt bedeutet diese Lösung, alle, die jetzt arbeiten, zahlen drauf. Und gleichzeitig bleibt das Beitragsniveau nur bis 2039 garantiert. Da werde ich noch nicht in Rente sein und ihr ja wahrscheinlich auch noch nicht. Und wenn doch, dann geht vielleicht mal irgendwie rüber zu Land. Ich hätte schon eine Lösung. Man könnte die Rundfunkbeiträge streichen, dann spart man wieder Geld und kann sich höhere Rentenbeiträge leisten. Also nur mal so ein Beispiel. Oder so, weil dann seid ihr hier nicht mehr Zielgruppe. Und lasst mich das mal kurz übersetzen. Man hätte theoretisch an allen drei Punkten etwas machen können. Man hätte das Renteneintrittsalter leicht erhöhen können. Das seht ihr? Also schon wieder diese falschen Alternativen. Er nennt euch hier jetzt drei Punkte, die, die man machen könnte, die aber, wie gesagt, alle den Rentner. Aber die wichtigsten Punkte, wie gesagt, Kapitaleinkommen mit in die Rente einbeziehen, Beitragsbemessungsgrenze abschaffen, und Beamte und Selbstständige mit in die Rentenversicherung einbeziehen, die Punkte nennt er einfach nicht, weil das die Reichen treffen würde und Funk macht hier eben Propaganda für die Reichen. Also hier ist schon völlig klar, auf welcher Seite Funk hier politisch steht. Aber nicht passiert. Zahlen werden erstmal überproportional die jungen Menschen. Und die haben dann nicht einmal eine Garantie, dass sie auch nur ansatzweise so viel aus der Rente rausbekommen, wenn sie selbst am Zug sind. Klingt für mich, aber auch für viele andere ziemlich uncool. Ist das nicht ein kompletter Mittelfinger an die jüngeren Generationen? Wir wollen jetzt hier keinen Streit zwischen den Generationen befeuern und sind. Nein, jede Generation lebt aus der aktuellen volkswirtschaftlichen Produktion. Und die Produktion, die wird in den nächsten Jahren rund 1% pro Jahr wachsen, wahrscheinlich. Wenn man sich die durchschnittlichen Wachstumsraten in westlichen Industrien dann ansieht. Die Zahl der Rentner oder die Zahl der 67-Jährigen und Leuten, die noch älter sind, wird um 0,4% pro Jahr wachsen. Es gibt also kein Finanzierungsproblem für die Rente.
Die Rente, also die Finanzierung der Rente ist ein Verteilungsproblem zusätzlichen Einkommens. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, niemand muss ärmer werden, damit wir uns eine gleichbleibende Rente leisten können. Wir könnten die Rente sogar steigern und niemand müsste ärmer werden. Wenn jüngeren Generationen hier mehr belastet werden, wenn sie sinkende Realeinkommen haben sollten, dann könnt ihr euch denken, wo das Geld gelandet ist. Dann hat sich die Kapitalseite hier einen übermäßigen Anteil am Volkseinkommen in die eigene Tasche gesteckt. Denn aktuell sind nur 50% des Volkseinkommens in die Rente einbezogen. Also die anderen 50%, wie gesagt, das sind Kapitaleinkommen, das sind Selbstständige, das sind Beamte, die keine Rentenbeiträge zahlen. Das könnte man alles reformieren, aber diese Reformen, die werden uns hier nicht genannt, weil Funke eben Propaganda fürs Großkapital, Propaganda gegen unser gesetzliches Rentensystem machen will. Es ist auch bewusst, dass Rentnerinnen und Rentner auch oft nicht im Geld schwimmen. Trotzdem wollten wir von den Verantwortlichen wissen, ob sie da nicht ein bisschen eine Schieflage bei der Belastung sehen. Dazu haben wir die beiden verantwortlichen Ministerien, das Arbeitsministerium und das Finanzministerium, und zusätzlich noch die Ampelparteien angeschrieben und einmal gefragt, ob das nicht ein bisschen ungerecht ist. Das SPD-geführte Arbeitsministerium von Hubertus Heil hat etwas salty reagiert. Es gäbe keinen Grund, einen Generationenkonflikt herbeizureden. Die Haltelinie... Nein, den gibt es auch nicht. Jeder Deutsche wird in seinem Leben einmal Rentner sein, wenn er nicht früher stirbt. Und jeder Deutsche wird auch Beitragszahler sein. Das heißt, jeder nimmt einmal diese Position ein und jeder sollte dann zumindest die Hoffnung drauf haben, dass er selbst nicht, dass man ihm selbst nicht die Butter vom Brot nimmt, damit man irgendeine andere Gruppe, die auch in 20 Jahren beispielsweise Rentner sein wird, schlechter stellt, besser stellt. Also das, was ist das für ein dämliches Gegeneinander ausspielen? Also wenn man, keine Ahnung, gesellschaftliche Gruppen jetzt nach ethnischen Kriterien gegeneinander ausspielt. Also gibt ja auch einige, die das machen, ist jetzt eine andere Debatte. Okay, zwischen den Gruppen kann man jetzt schlecht hin und her wechseln. Aber wenn man Gruppen, die sowieso, in der sowieso jeder Deutsche einmal sein wird, gegeneinander ausspielt, dann kann sich doch wirklich nur einen Kopf fassen. Also keiner würde doch auf die Idee kommen, ja, wir sollten deutschen Schülern weniger Geld geben, wir sollten diese blöde Kindergrundsicherung nicht einführen, wir sollten Kindergeld streichen, wir sollten weniger Geld in die Schulen stecken, denn dann haben wir ja mehr Geld für die arbeitenden Leute, die tatsächlich etwas leisten. Diese blöden Schüler, die verdienen ja noch kein Geld. Was leisten die eigentlich? Warum geben wir denen nicht weniger? Die Idee würde niemand kommen, weil jedem evident wäre, wie schwachsinnig das wäre. Aber bei Rentnern, da kann man es ja machen. Im Rentenpaket 2 würde dafür sorgen, dass das Rentenniveau nicht unter 48% falle und dass die Rente auch zukünftig für alle verlässlich bleibe. Die Sache ist aber ja, die Haltelinie, also die Stabilisierung des Rentenniveaus, ist ja nur bis 2039 festgesetzt. Wer von euch geht dann schon in 15 Jahren in Rente? Eine Verlässlichkeit für alle, die heute arbeiten, sehe ich durch die Linie nicht. Wohl aber deutlich höhere Beiträge für alle. Die sind garantiert. Das Ministerium rechnet uns vor, eine 49-jährige sächsische Krankenschwester mit einem Bruttolohn von 3.100 Euro würde, wenn das Rentenniveau nicht stabilisiert werden würde, nach 45 Beitragsjahren 1.100 Euro weniger Rente pro Jahr bekommen. Ja, okay, dann rechnen wir das mal gegen. Sagen wir, ein 25-Jähriger, der das Gleiche verdient, zahlt bei einem Beitragssatz von 22,3% dann zusätzlich über 688 Euro mehr im Jahr als jetzt schon. Plus dann kommt nochmal der gleiche Anteil vom Arbeitgeber obendrauf. Wenn er 40 ist, läuft die Stabilisierung des Rentenniveaus aus. Was das für ihn bedeutet, wenn er dann 25 plus Jahre später in Rente geht. Man sollte das Rentenniveau nicht nur stabilisieren, man sollte es wieder anheben. Und das fordert beispielsweise das BSW. Also einzigen Parteien, die tatsächlich eine Anhebung des Rentenniveaus fordern, sind BSW und Linkspartei. Also und die Linkspartei, die geht ja gerade unter. Also wenn ihr eine höhere Rente wollt, müsst ihr das BSW wählen. Weiß keiner. Das ist dann okay. Ein weiteres Argument des Ministeriums, wer ein sinkendes Rentenniveau hinnehme, der müsse auch sagen können, wie das kompensiert werden solle. Rentnerjahrgänge hätten zum Beispiel gar keine Möglichkeit dazu. Wir könnten jetzt hier lange darüber reden, dass die Generation, die jetzt bald in Rente gehen wird, es deutlich einfacher hatte, sich Immobilien zuzulegen oder irgendwie ein Vermögen aufzubauen. Früher war es total normal, dass man sich irgendwann mal ein Haus mit Grundstück kauft. Jetzt ist das für die meisten absolut nicht mehr realistisch. Aber die Aussage hat für mich eher so einen Geschmack von, ja, ihr könnt im Zweifel ja mehr arbeiten gehen. Die SPD haben wir dann nochmal extra angefragt, weil sie auf ihrer Website explizit geschrieben hat, dass wir
heute dafür verantwortlich sind, dass auch in Zukunft das Rentensystem funktioniert und Generationengerechtigkeit herrscht. Aber was bedeutet dann Generationengerechtigkeit für die SPD? Laut einer Pressesprecherin bedeutet das, dass auch diejenigen, die jetzt ins Erwerbsleben kommen, sich langfristig auf eine sichere und auskömmliche gesetzliche Rente verlassen können. Übersetzt heißt das also, ein hohes Rentenniveau geht vor niedrigen Beitragssätzen. Als Helmut Kohl Bundeskanzler gewesen sei, hätte der Beitragssatz bei über 20% gelegen. Heute liege er bei 18,6%. Gut, als Helmut Kohl Bundeskanzler wurde, waren wir noch nicht geboren und das Rentenniveau lag auch noch bei über 57%. Das könnte man auch dazu sagen. Also ganz ehrlich. Ja, was ist das dann für? Lasst uns das Rentenniveau wieder auf 57% erhöhen. Also das Rentenniveau ist heute überhaupt nur so niedrig, weil die SPD unter Gerhard Schröder die gesetzliche Rente drastisch gekürzt hat, um halt diesen Riester-Unsinn durchzubringen. Das sind Versicherungsverträge, die Versicherungsvertreter verkaufen wollten mit staatlichen Subventionen, bei denen jeder vierte Euro in den Taschen der Versicherungskonzerne landet. Und ja, damit die Leute auch schön in diese Riester-Rente einzahlen, musste man die gesetzliche Rente kaputt hauen. Deswegen haben wir heute so eine hohe Altersarmut, deswegen haben wir so ein geringes Rentenniveau. Im Vergleich. Dass die kommenden Erhöhungen der Beiträge gerade ein Problem für junge Menschen darstellen könnten, erwähnt die SPD in ihrer E-Mail nicht. Das heißt nur, die jetzigen und kommenden Beitragszahlenden könnten sich darauf verlassen, dass sie nicht überfordert werden. Erklärt jetzt für mich nicht, wieso man junge Menschen durch diese Reform überproportional belastet, anstelle die Lasten auf mehrere Schultern zu verteilen. Ein Erklärungsversuch. Ja, zum Beispiel könnte man mal die Reichen belasten, die letzten 50 Jahre dort beschenkt wurden, die viel, viel reicher geworden sind, die sich einen übergroßen Anteil am Volkseinkommen gesichert haben und was dafür gesorgt hat, also was sie sich beispielsweise damit leisten konnten, dass das Rentenniveau abgesenkt wurde. Also könnte man nicht die mal belasten? Nein, sowas wollen die bei Funk nicht. Die Reichen, die will man ja nicht mehr belasten. Wenn man sich mal anschaut, wer die SPD wählt, zum Beispiel bei der Bundestagswahl 2021, dann sieht man, dass vor allem ältere Menschen dort ihr Kreuz gesetzt haben. Rentnerinnen und Rentner sind das Hauptklientel der SPD. Aber was ist mit der FDP? Bei der gilt das Gegenteil. Also bei der Bundestagswahl. Es ist unglaublich. Jetzt macht also die SPD einmal nicht Sozialstaatszerstörungspolitik, sondern setzt sich einmal in ihrer langen und unrühmlichen Historie dafür ein, dass es Rentnern tatsächlich nicht noch schlechter gehen soll. Und schon stehen die öffentlich-rechtlichen neoliberalen Propagandisten wie Jan Schippmann bereit, um das dann zu kritisieren. Und guck mal, die macht Klientelpolitik. Aber wenn die Steuern für die Reichen wieder gesenkt werden, wenn wieder Aufrüstungsprogramme beschlossen werden, also da wurde nicht gesagt, die machen ja Klientelpolitik. Hat man uns mal gezeigt, in welchen Aufsichtsräten Lars Klingbeil sitzt oder in welchen Organisationen. Also er sitzt beispielsweise beim Förderkreis Deutsches Heer, als das Sondervermögen für die Bundeswehr beschlossen wurde. Hat man uns das mal gezeigt? Oder in welche transatlantischen Lobbyorganisationen SPD, Grüne und FDP unterwandert haben? Hat man uns das da gezeigt? Nein, hat man nicht. Weil es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht um die Information seiner Zuschauer, sondern um politische Propaganda geht. 2021 hat sie bei den Jüngsten am stärksten und bei den Rentnerinnen und Rentnern am schwächsten abgeschnitten. Und immer wenn es in den letzten Jahren Rentenreformen gab, hat sie laut gemeckert: Unfair für die jungen Generationen. Warum bleibt sie jetzt ausgerechnet so still? Wir haben sowohl bei der FDP als auch beim von ihr geführten Finanzministerium angefragt, wie generationengerecht sie die Lösung finden. Und ich sag mal so, das klingt deutlich weniger euphorisch als noch bei der SPD. Das Finanzministerium pocht beim Thema Generationengerechtigkeit vor allem auf die Aktienrente. Mit dem Generationenkapital werde ein Beitrag geleistet, um die Finanzierung der gesetzlichen Rente nachhaltiger zu gestalten. Denn mit kapitalgedeckten Elementen werde diese unabhängiger vom demografischen Wandel und so zukunftsfester und generationengerechter. Wir haben auch die FDP nochmal direkt angefragt und ich sag mal so, die Antwort klingt noch deutlich weniger happy mit dem Entwurf fürs aktuelle Rentenpaket. Für die FDP könnte das Rentenpaket 2 nur ein Zwischenschritt sein. Für die Zukunft bräuchte es ein weites Spektrum an Maßnahmen. Ja, die FDP will unsere Rente ans Finanzkapital verscherbeln. Ich hatte vorhin schon erklärt, wie die Aktienrente funktioniert. Der Staat nimmt Kredite auf, zahlt den Banken darauf 4% garantierte Zinsen. Ob das Ganze dann unterm Strich Gewinn oder Verlust bringt, weiß man nicht, aber das ist der FDP auch herzlich egal. Ihr ist unsere Rente egal, ihr ist egal, wie Renten angeht. Die FDP will einfach nur, dass die Banken fette Profite machen. Die will, dass die Deutsche Bank, die Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley, ja, dass die Aktien, die viele FDP-Mitglieder sicherlich im Depot haben werden, dass die ordentlich steigen und dass man nach der Politikerlaufbahn nochmal in irgendeinem Aufsichtsrat ordentlich Gehalt bekommt.
Maßnahmen. Das Generationenkapital sei eine davon und würde in Zukunft als zweites Standbein für die gesetzliche Rente parat stehen. Es bräuchte aber unter anderem auch mehr Fachkräfteeinwanderung, mehr Anreize, freiwillig länger zu arbeiten. Ja, wir müssen auch Ausländer importieren, damit die Löhne weiter gedrückt werden, damit wir deutsche Arbeiter noch mehr knechten können. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig für die Rentenfinanzierung. Also, ich muss hier nur einen Kopf fassen bei dieser Partei. Es ist. Und Jan Schippmann trägt das hier so alles vor, als wären das legitime Punkte. Das ist unfassbar. Radikalisiert mich jetzt solche Videos hier. Also, ich hätte früher gesagt, ja, wir müssen den ÖRR reformieren, aber abschaffen halte ich für falsch. Der ganze Laden muss weg. Also, sowas hier will ich nicht damit. Ich will, dass solche Leute wie Jan Schippmann auf die Straße gesetzt werden. Die würden in der freien Wirtschaft nichts werden. Also, das ist ja unglaublich, was hier für einen Pfund produziert wird von unserem Geld. Und generell mehr Flexibilität beim Renteneintritt. Und die private Altersvorsorge müsse gestärkt werden. Naja, da denke ich mir, es wird ein bisschen schwierig, privat vorzusorgen. Die private Altersvorsorge muss gestärkt werden, sprich BlackRock soll noch was verdienen. Die sind uns auch ganz wichtig. Also mit Bundeskanzler Friedrich Merz, der dann noch Lobbykontakte direkt zu BlackRock, Deutschlandchef war, wird das dann bestimmt kommen. Also da wird es dann noch Subventionen für irgendwelche Aktien-ETFs in BlackRock wahrscheinlich geben. Also ist jetzt, wie gesagt, das ist nur eine ganz böse linksextreme Verschwörungstheorie, die ich euch hier jetzt mitteile, aber ich sag euch, das wird kommen. Morgen, wenn gleichzeitig die Rentenbeiträge in die Höhe schießen, oder? Unterm Strich klingt das für mich persönlich so, als ob Christian Lindner als FDP-Bundesfinanzminister jetzt die lang von der FDP geforderte Aktienrente bekommt und dafür bei anderen Punkten den Mund hält. So interpretiere ich das zumindest. So ein bisschen Widerstand regt sich aktuell aber doch in der Partei. Der Vorsitzende der jungen Gruppe der FDP, Sozialpolitiker Jens Teutrine, sieht bei den Rentenbeiträgen noch Korrekturbedarf. Auch Johannes Vogel, der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, sagt, das Rentenpaket erfülle seiner Einschätzung nach noch nicht die Anforderungen des Koalitionsvertrags. Es müsse generationengerecht abgesichert sein. Eine Ampelpartei fehlt noch und auch wenn die Grünen keins der direkt verantwortlichen Ministerien besetzen, wollten wir bei einem so wichtigen Thema auch ihre Meinung wissen. Immerhin werden sie von verdammt vielen jungen Menschen gewählt. Und die Grünen meinen zu dem Thema, die Menschen in diesem Land müssten sich auf stabile Renten verlassen können. Das gelte auch für alle zukünftigen Generationen. Es sei eine Frage des Respekts, dass man das Rentenniveau bei 48% festschreibt. Die durchschnittliche Rente betrage heute schon nur etwa 1550 Euro. Bei Frauen sei sie noch deutlich niedriger. Deswegen wären Kürzungen beim Rentenniveau schlicht nicht zumutbar. Steigende Beiträge dürften aber auch keine Allheilmittel der Rentenpolitik sein. Die Rente solle angesichts des demografischen Wandels langfristig generationengerecht und stabil gestaltet werden. Gerechter ginge das, wenn mehr Menschen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen würden, wie zum Beispiel Politikerinnen und Politiker und Selbstständige. Ja, also da kann ich sag das zwar jetzt ungern, aber da stimme ich tatsächlich mal den Grünen zu. Definitiv, Beamten sollten mit in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Genauso wie Selbstständige, alles, was oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegt und genauso wie Kapitaleinkommen. All das muss rein in die gesetzliche Rentenversicherung, damit das gesamte Volkseinkommen erfasst wird. Es kann nicht sein, dass sich hier einzelne Gruppen aus dem Solidarsystem verabschieden. Und im Chat schreibt es gerade einer, 48% Rentenniveau, das ist lächerlich wenig. Frankreich hat 75%, Italien 94%. Ja. Die anderen europäischen Länder mit einer ähnlich schlechten Demografie schaffen es auch, sich wesentlich höhere Renten zu leisten. Und auch dort ist nicht das System zusammengebrochen oder droht zusammenzubrechen. Also entgegen aller apokalyptischen Prognosen von solchen, ja, von neoliberalen Lobbyvertretern. Die Grünen würden sich außerdem dafür einsetzen, mehr Frauen die Vollbeschäftigung zu ermöglichen. Der Entwurf für das Rentenpaket 2 muss jetzt noch durch den Bundestag. Und ich bin gespannt, ob es da nicht vielleicht doch einen Aufstand der Jungen geben könnte. Gott. Fazit zum Generationenvertrag. Ja, das kann, halte ich für unwahrscheinlich. Die Jungen setzen sich, vor allem die jungen Liberalen, ganz heftig für die Interessen des Finanzkapitals ein. Aber ich glaube, korrupt werden die dann doch nicht sein. Ich glaube, dass man hier auch mit Blick auf die nächste Bundestagswahl, nicht die eigene Wiederwahl doch zu sehr gefährden will. Zum Vertrag gehört auch, dass man die Jungen nicht zu stark belastet. Und diesen Teil des Vertrags, den nimmt die Regierung meiner Meinung nach nicht ernst. Wieso wurde nicht früher eine Lösung gefunden, in der alle einen Teil zur Finanzierungslücke beitragen? Und wieso wird so vehement am starren Renteneintrittsalter mit 67 festgehalten? Laut Fachleuten könnte ein Anheben der Altersgrenze oder die allgemeine... Ja, ganz einfach, weil jeder vierte Arbeitnehmer vor dem 70. Lebensjahr stirbt.
Das bedeutet für viele Menschen eben nicht, also so eine Annehmung des Renteneintrittsalters bedeutet nur, dass sie kürzer Rente bekommen, sondern dass sie gar keine Rente mehr bekommen, beziehungsweise dass die Rente gekürzt wird, weil sie eben nicht bis 70 arbeiten können. Also schon bis 67 ist für viele Berufe illusorisch und dann zu sagen, so ihr müsst zwangsweise bis 70 arbeiten, das ist nicht also absurd, was er hier erzählt, einfach absurd. Zumal man auch jetzt schon freiwillig länger arbeiten kann. Es ist ja jetzt nicht verboten, länger zu arbeiten. Die Menschen dürfen das ja, wenn sie das wollen. Sie kriegen dann auch eine höhere Rente. Das kann man von mir aus noch attraktiver machen. Man kann auch von mir aus alle Steuern und Abgaben, die man dann noch zahlen muss auf dem auf das Arbeitseinkommen, die kann man komplett streichen. Kann man alles machen. Eine zwangsweise Anhebung des Renteneintrittsalters ist de facto eine Kürzung der Renten. Stellt die Rentner de facto schlechter. Stellt alle Arbeitnehmer de facto schlechter, je der Arbeitnehmer nach seinem Erwerbsleben eben Rentner ist. Man könnte stattdessen die Reichen mal höher belasten. Man könnte Kapitaleinkommen mit in die Rente einbeziehen. Man könnte, ich wiederhole es hier die ganze Zeit. Ich komme mir vor, wie so ein Aufnahmegerät, was die ganze Zeit immer wieder dieselbe Sequenz wiederholt. Aber es nützt nichts. Also es ist unfassbar, wie er einfach die wichtigsten, relevantesten Optionen weglassen könnte. Die Ungleichheit ist in unserem Land enorm gestiegen, weil eine kleine reiche Elite sehr viel reicher geworden ist. Aber die darf auf keinen Fall belastet werden. Also es ist wirklich unfassbar, unfassbar, was für ein erbärmlicher Müll hier von unseren Gebührengeldern finanziert wird. Abschaffung der Rente mit 63 den Anstieg des Beitragssatzes deutlich dämpft. Bisher hat man das Gefühl, dass immer nur Konzepte erarbeitet werden, die Löcher notdürftig stopfen. Es ist ein bisschen so, wie ein kaputtes Autofenster mit einer Folie abzukleben. Wird eventuell die nächste Zeit halten, aber spätestens im Winter merkt man, irgendwas muss man da halt doch noch machen. Was aber bei dieser nachhaltigen Lösung nicht sein kann, ist, dass alle Belastung auf einen Teil der Beitragszahler geschoben wird. Nochmal, wir wollen keinen Generationskonflikt. Im Gegenteil, wir wollen, dass Lasten in einer Gesellschaft fair verteilt werden. Und das ist meiner Meinung nach bei der Gefahr. Ja, und jede junge Generation ist irgendwann Rentner und ist irgendwann, ja, und war irgendwann mal Arbeiter. Also jede Generation durchlebt diese Stufen. Schüler und dann Auszubildender bzw. Student, dann Arbeiter und dann Rentner. Und da jetzt diese Generation, in der sowieso jeder irgendwann in einem bestimmten Abschnitt seines Lebens sein wird, gegeneinander auszuspielen, ist so unfassbar dumm. Also das braucht man doch gar keinem erklären. Jede Rentnergeneration lebt von der aktuellen volkswirtschaftlichen Produktion. Es geht gar nicht anders. Es geht auch in einem kapitalgedeckten System nicht anders. Wenn man allerdings dann, keine Ahnung, solche Börsenspekulationen macht, wie die FDP da macht, dann stellt man damit nicht die Rentner besser, sondern man stellt die Großbanken besser, die an dieser Aktienrente verdienen, die zusätzlichen Staatsanleihen erwerben, die zur Bietergruppe Bundesemissionen gehören. Wie gesagt, wenn ihr all das wisst, wenn ihr euch all das anschauen wollt, dann, oh, jetzt habe ich rübergezoomt, aber hab's aus Versehen zu groß gemacht, dann schaut euch den Artikel an, den ich hier für den Blog von Sardas und Mundschuh geschrieben habe. Wie gesagt, ich habe das jetzt aus Versehen zu groß gemacht, aber ist ja egal. Da heißt, der Ausverkauf der Rente geht weiter. Schaut euch das wirklich gerne an. Also es ist unfassbar. Es ist unfassbar, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk uns hier verkauft. Und dann nenne ich alle Zahlen. Wie gesagt, von 2050 bis 2022, die Zahl der Rentner ist jedes Jahr um 1,5% gewachsen, die Wirtschaft jedes Jahr um 1,3%. Die Finanzierung der Rente war immer nur ein Verteilungskonflikt zusätzlichen Einkommens, beziehungsweise der Zahl der 67-Jährigen und Leuten, die noch älter waren. Deutschland hat jetzt schon eines der höchsten Renteneintrittsalter der EU. Also wenn das jetzt noch weiter erhöht, also man kann sich nicht ausdenken. Also Rentenregelung nicht der Fall. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass junge Menschen, wenn es hart auf hart kommt, am Ende irgendwie immer den Kürzeren ziehen. Weil die Kapitalseite sich einen übergroßen Anteil am Volkseinkommen einsteckt. Die Kapitaleinkommen sind explodiert in den letzten 30 Jahren. Während die Löhne eher stagniert sind, beziehungsweise Enden sogar leicht abgesunken sind. Also eine kleine reiche Elite, die Kapitalisten, die wird reicher. Und eine übergroße Mehrheit der Bevölkerung bekommt nichts ab. Und jetzt sagt man, guck mal, der Rentner, der hat sich, der hat ein paar Krümel zu viel bekommen. Also dem müssen wir jetzt noch was wegnehmen. Also Klaus von Wagner hat das damals in der Anstalt so schön erzählt. Der Arbeitgeber lädt jedes Jahr zur Weihnachtsfeier zum Weihnachtsessen und er backt jedes Jahr einen größeren Kuchen. Und jedes Jahr bekommt der Arbeitnehmer einen kleineren Anteil am Kuchen. Und der Arbeitgeber, der nimmt sich jedes Jahr einen größeren Anteil am Kuchen. Und obwohl der Kuchen jedes Jahr größer wird, wird das beim Arbeitnehmer nicht wirklich mehr, obwohl der Kuchen größer wird.
Und da sagt der Arbeitgeber mit vollem Mund, wenn der Arbeitnehmer ihn irgendwann anspricht, zeigt der Arbeitgeber auf den Rentner, oh, der hat ein Grundstück, nimm ihm das weg, der zu viel, dem geht's zu gut, wir müssen die Renten kürzen. Und genau so muss man sich das vorstellen. Also ich kann das jetzt nicht so gut nachmachen, die Nummer von Klaus von Wagner, die war wirklich gut damals, als die Anstalt noch eine kritische Satire-Sendung war und nicht nur Propaganda gemacht hat, aber ja, sowas kann man vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk heute nicht mehr erwarten. Also das ist der Unterschied zwischen 2014, wo die Sendung mit der Anstalt war, also wo die Anstalt noch wirklich kritische Sendungen gemacht hat, und dem, was uns diese Funkunsinn hier mittlerweile bietet. Es ist aber umso wichtiger, dass wir eine starke Debatte haben und dass junge Menschen etwas dazu sagen. Und vergesst nicht, egal... Ja, ich sag mal was. Vielleicht diesen... Also ich will mir diese Rede nicht weiter anhören. Also das ist mir echt zu dumm. Vielleicht diesen Propagandisten hier Finanzierung. Weg mit den Rundfunkgebühren. Also ich habe es hier auch noch mal einen Kommentar, ich habe ja auch noch mal einen Kommentar geschrieben. Das ist wirklich die dümmste Propaganda gegen die gesetzliche Rente, die ich seit langem sehen durfte. Man sollte zur Entlastung der jüngeren Generation einfach den Rundfunkbeitrag streichen, damit sie so einen Schund wie diesen hier nicht mehr finanzieren muss. So, ich empfehle euch, kommentiert dieses Video, dislike dieses Video, schreibt am besten noch eine Programmbeschwerde. Das ist mir jetzt zu aufwendig, ich glaube, das bringt eh nichts. Aber wenn ihr viel Freizeit habt, schreibt am besten noch eine Programmbeschwerde. Dieser neoliberale Müll hier, den will ich nicht mit meinen Rundfunkgebühren bezahlen. Und ganz ehrlich, der ÖRR kann weg, wenn er sowas finanziert. Der kann sowieso weg. Der macht in den letzten Jahren sowieso nichts anderes als Propaganda mehr. Und das hier ist wirklich ein eindrückliches Beispiel, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk unser Feind ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk konträr zu den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung gilt. Solche Journalistendarsteller wie Jan Schipmann, die sollte man nicht dafür durchfüttern, dass sie den Leuten hier irgendwelche Lügen erzählen und ihnen Propaganda fürs Großkapital verkaufen. Also weg mit diesem Müll hier, streicht die Rundfunkbeiträge. Also den Unsinn hier, den braucht man nicht mehr zu finanzieren. Wie gesagt, dislike das Video, schreibt Kommentare, macht am besten eine Programmbeschwerde, wer die Zeit hat. Aber ehrlich, auf sowas hier habe ich wirklich keine Lust mehr.